Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Flash und ich fall direkt runter. Ja, wir haben ein Thema, das ist diesmal Gewitter. Denn ja. Es hat oder gewittert immer noch hier, ich weiß gar nicht mehr. Ja. Und wir wollten ein paar Gewitter-Stories erzählen. Genau, meine erste Gewitter-Story, die mich geschockt hat. Übertreib mal direkt. Ja, sonst habe ich habe eigentlich nicht so wirklich Angst davor. Och Gott, was mache ich denn? Kann ich da drauf? Also als Kind hatte ich viel mehr Angst als heute. Auf jeden Fall war das also eine Story, die war einen Nachmittag, einen wunderschönen Nachmittag, wo ich bei meiner Freundin war. Und wir waren, keine Ahnung, ey, 8, 9 Jahre alt vielleicht. Grundschulalter auf jeden Fall. Und wir sind bei deren Eltern auf der Arbeit gewesen. Ja, im Keller gewesen. Ja, ist aber so, Mann. Wir waren ja, im Keller. Ja, wir sind bei deren Eltern der Arbeit im Keller. Wer war? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, ey. Wir waren bei denen auf jeden Fall. Hey, spack so rum. Mein Gott, ey. Waren bei denen im Keller auf jeden Fall und haben dann da mit den Sachen. Ja, eine Kegelbahn, mein Gott. Sag ja, so ja, eine Kegelbahn und wir haben trotzdem mit dem Geschirr, was da unten war, gespielt. Wir haben Kellner und so gespielt halt, ey. Die hatten halt so sämtliche Kartons voll mit irgendwelchen Zeugs und so. Wir haben halt da einfach dann Kellner gespielt. So, und dann war auf einmal das Licht aus und wir waren halt, wie gesagt, in einem Keller. Und das wurde dann ein bisschen gruselig halt. Und dann auf einmal ist so richtig laut so ein Alarm losgegangen, weil der Blitz eingeschlagen ist. Das wussten wir natürlich überhaupt gar nicht, weil wir das überhaupt gar nicht kannten. Kannten, weil wir keinen Blitz kennen. Ja, ein Blitz schon, aber nicht, dass er einschlägt und dass es dann so übertrieben laut ist, weil der in die Alarmanlage reingegangen ist. Und meine Freundin hat dann so richtig Schiss bekommen, hat dann so angefangen zu weinen. Und ich war einfach nur so überfordert, weil ich überhaupt nicht wusste, was überhaupt los war. Dann weiß ich nur, dass wir halt im Keller waren und wir kamen da nicht mehr raus, weil es war ein richtig großer Keller. Und wir wussten halt dann nicht, wo wir genau jetzt gerade sind. Wir konnten es ja selber ja nicht sehen, weil es alles sehr komplett richtig dunkel da drin wurde. Und ich hing gerade an dieser Stelle hier fest. Oh, Moment, ich muss kurz... Kurz hier. Jetzt häng ich an der anderen Seite fest, gell. Ich hasse Wasser. Okay, nein, jetzt häng ich wieder an der Seite. Ja, was ist bei dir da los, ey? Was ist los da drum, ey? Was ist los da? Komm. Oh Gott, ich hab's geschafft. So, auf jeden Fall total laut, weil die Alarmanlage war auch direkt im Keller. Und das war halt mega laut. Das war so übel. Ich hab noch nie sowas Lautes gehört wie diese Alarmanlage, ey. Ich hätte gerne auch gehört. Also ich habe die, glaube ich, zu Hause sogar gehört. Ja, wir wohnen, also, wohnen nur 5, 6 Häuser daneben oder so wohnten wir. Sie fängt natürlich so panisch an zu schreien. Dann habe ich nur so gehört, wie der Vater gerufen hat, uns gerufen hat, weil der wusste, dass wir da unten sind. Weil wir irgendwie immer da unten waren. Oh nein. Ja, er ruft uns. Ich sage dann so, ja, wir sind hier unten in dem Keller, wo da was ist. Die hatten halt mehrere Räume vom Keller. Ja, hat so einen Keller an. Drei Stück oder so. Also einmal die Kegelbahn war im Keller und dann hatten die einen Raum, wo halt das Geschirr und so ist und dann eins, wo irgendwie das private Zeug war, weil die haben auch da gewohnt. Auf jeden Fall mega gruselig. Sie ist auf jeden Fall jünger wie ich und deswegen anderthalb Jahre sogar fast. Wenn ich 8, 9 Jahre alt war, war sie ja so 7 ungefähr. Keine Ahnung. Das ist scheißegal. Ja. Bis wir dann erstmal, weil wir nicht wussten, was das überhaupt war, bis der Vater uns gesagt hat, dass der Blitz eingeschlagen ist. Weil die hatten ja auch keinen Strom mehr, also war ja komplett alles ohne Strom. Und ich komme da gerade nicht rein. Kann ich mal? Dankeschön. Ja. Das war die erste Geschichte, die wir hatten. Mit einem Blitz. Sonst kannten wir ja natürlich das normale Gewitter, ne? So wie das halt immer ist. Aber nicht, dass der irgendwie einschlägt. Ich hatte das noch nie gehabt, dass der Blitz eingeschlagen ist. Da bin ich auch früher. Nee, ich weiß es auch nicht. Ja, du warst doch dabei. Ja, aber Dings, ich meine jetzt bei uns so hier im Haus oder so. Achso, nö. Hey, du bist auch schon hier? Ja, die ganze Zeit schon. Als ob. Ja. Okay. Ja, dann erzähl mir jetzt mal deine Story. Ja, ich habe gar nicht so viele Stories. Ja, du musst doch nicht unbedingt erzählen, dass wie es ein Blitz war oder so. Du kannst ja einfach generell von Gewitter reden. Ja, ich kann ja von Gewitter erzählen, wo ich noch kleiner war, so in der Grundschule. Ich hatte früher mein Zimmer unten. Und mein alleine und Michelle oben halt. Michelle, mein Eltern Michelle oben, ne? Und
Ich war halt alleine unten. Oh Gott, ey. Und wenn es dann gewittert hat. Ich hatte halt als Kind wirklich Angst. Als ob das schon geschafft hast, einfach. Erzähl weiter. Hatte ich Angst davor. Richtig. Ja, und dann kam meine Oma immer. Die wohnt über uns. Ja, dann hat die immer gesagt: So, willst du mit zu mir? Bin ich zu ihr gegangen. Dann, ja, dann hab ich auch eigentlich direkt geschlafen. Und morgens früh war dann halt Schule meistens. Genau. Ja, was war? Meine Eltern und Michelle suchen mich. Aber da die was gewittert hatte, wussten die, dass ich da bin. Ja, ich fand's aber immer cool, weil dann habe ich gefrühstückt da so schön. Ja, dann bin ich immer morgens zu meiner Oma gegangen und habe dann gefragt, ist Denise hier? Hat die gesagt, ja. Ja, die frühstückt. Immer. Das war aber auch meistens, die kam auch schon mal rein. Die kam mir einfach in mein Zimmer rein und meinte, willst du nach oben? Zu mir. Das war auch voll oft. Ja, aber das Bescheute war, ich war auch nicht immer wach, wo es gewittert hat. Und dann hat die mich wach. Oh, die hat da wahrscheinlich mit gedacht, dass du jetzt auf jeden Fall wach bist. GG, und wir sehen es dann in der. Ach komm, wir machen das einfach jetzt on cut. So, ja, wir gehen einfach auf jeden Fall bin ich dann halt. Ja, immer bei meiner Oma dann gewesen, wenn früher Gewitter war. Zumindest nur abends, wenn ich alleine oben unten war. Und ich habe ein Video sogar noch auf dem iPad. Auf den iPod vom Honigtopf 4. Ach so. Wo wir. Oh Gott, was mache ich denn hier bitte? Wo wir. Kommst du mal hier rein? Wir haben hier in meinem Zimmer. Welche Seite war das Honigtopf? Du kommst mal hier rein. Ja, muss ich hier. Honigtopf, hier ist nichts voll. Doch, links die Wand. Honigtopf, hier ist nix. Such einfach Honigtopf, wo drei Leute drin sind. Ah, da. Meine Güte, ey. Auf jeden Fall habe ich da noch ein Video auf dem iPod gefunden, vor kurzem. Da hat es hier gewittert, wir haben hier mit der Wii gespielt. Erinnerst du dich noch an den Tag, Michelle? Ja. Es war übertrieben laut, das Gewitter. Und es war so gegen 1 Uhr. Und wir sind ja, wenn wir dann nicht erkennbar sind, kann ich das da vielleicht einblenden. Ja, wenn. Da kommt das jetzt. Okay. Ich weiß nicht, was ich habe gesehen, weil du brauchst jetzt mir erklären. Ich erkläre es trotzdem, falls das Video jetzt nicht einblendet. Oder du lässt es halt mit meiner Stimme abspielen, ne Schatz. Wir sind auf jeden Fall in den Badezimmer gegangen und haben die Blitze fotografiert und wir hatten auch ein kleines bisschen Schiss. Weil das übertrieben laut einfach. Ich hatte trotzdem keinen Schiss. Ich habe generell noch nie Schiss gehabt vor Gewitter. Da warst immer nur du das, die Schiss hatte. Ich hatte da nie Angst vor. Aber auch nur als kleines Kind. Ich hatte da nie Angst vor als Kind. Ja, du warst doch nicht alleine unten. Das hatte nichts damit zu tun. Ich hatte generell nie Angst davor. Ich hatte früher immer außer Angst, wenn ich draußen jetzt war und das jetzt anfing zu gewittern. Boah, da kann ich auch eine Geschichte erzählen. Wir haben draußen gespielt, auf dem Spielplatz, wo wir immer gespielt haben. Und dann fing es auf einmal voll an zu gewittern. Und wir so, okay, wir gehen nach Hause. Aber wir wussten, dass unser Vater nachmittags immer einkaufen ist. Und das sehr lange. Ja, und dann haben wir gedacht, okay, meine Mutter ist noch da, aber meine Mutter war natürlich nicht da. Ach, konnte ich dann einfach vor der Tür und wie alt waren wir da? 8 oder so? Ja, immer Grundschulalter. Und wir hatten richtig Schiss, weil es hat richtig gewittert und wir standen in der Tür drin, da war so eine kleine zum Unterstellen. Aber okay, so groß ist es auch nicht gewesen. Ja, nicht mal Meter. Und wir haben bei unserer Oma geklingelt, nichts da. Bei den Nachbarn da drüber, nichts da. Keiner war da. Und wir hatten so Schiss die ganze Zeit und dann sind wir einfach mit den Nachbarn Horst oder was? Ja, nein, da war Horst, dann stehen wir da. Ja, dann sind wir wieder zum Spielplatz gegangen. Ja, und haben dann unter der Rutsche gesessen. Ah, das war für mich so ein Horror, dass wir nicht reinkamen, weil wir hatten richtig Schiss. Na, ich hab wie gesagt, nie Schiss davor. Ja, du hattest auch Schiss, ey. Als Kind warst du so der größte Schisser, den es gibt, ey. Ja, voll. Du hast vor allem Angst gehabt, ey. Immer wenn irgendwas war, nein. Boah. Ja, dafür warst du aber stärker wie du. Na, total. Ja, natürlich war stärker. Ja, du hattest vor allem Schiss, ey. Ich rede von Stärke, ich rede nicht von Angst. Ja, was weiß ich, konnte es aber nie beweisen, wenn du Schiss vor allem hattest. Hallo, ich meine von der Kraft. Ja. Ja, schön, weil du mich immer rumgetragen hast, oder was? Nein, früher hatten wir immer so gemacht, dass wenn wir irgendwie wütend oder gerade so eine Phase hatten. Uns geboxt, ey. Ja, wie alt waren wir da? 11 oder so? Ah, nein, noch nicht mal. In der Grundschule war das. Weiß ich gar nicht. Da ging das immer so lange, bis so einer geheult hat, ey. Ja, kennt ihr das? War eh Michelle immer. Immer hab ich die zum Boden gestellt. Ja, weil ich irgendwann nicht mehr wollte und du ja, immer wieder draufgehauen hast. Vor allem, unsere Mutter hat auch noch gesagt, ja, ihr müsst das alleine regeln, ey. Weißt du, wir sind uns da voll am Prügeln. So ja, richtig, dass ich dir die Brille ich hab dir die Brille runtergeschlagen. Ja, wie oft hast du meine Brille kaputt gemacht? Ey. Ja, das passiert als Kind halt, ne? Du hast mir immer noch Geld dafür.
Du hast nicht mal selber Geld dafür gezahlt. Ja. Wir haben das auf dem Spielplatz auch gemacht. Haben wir uns einfach geprügelt. Und zwar richtig, wir haben richtig uns geschlagen und alles. Ja, das haben wir immer gemacht. Wir haben als Kinder so gehasst, ey. Vor allem, Michelle, was macht die? Mit unserer Freundin, wenn die richtig so einen Hass auf mich hatte, hat die sich mit der Freundin von uns beiden, hat die sich zusammengesetzt und haben die mich beide zusammen richtig geärgert. Und dass ich nach Hause gehe und sagen muss, dass du mich geärgert hast, damit meine Mutter kommt und Michelle nach drin holt, ey. So richtig behindert. Ich weiß auch noch, wir haben Juckpulver, kennt ihr diese Pflanzen, wo dieses. Ja, diese Sträucher. Ja, und wir hatten so Pullover an, die halt wunderschön anziehen, so halt Filz oder sowas. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns die gegenseitig abgeworfen damit. Oder mit Brennnesseln beschmissen. Ja. Boah, ich kann mich erinnern, ich habe einen Jungen mal, weil der mich so genervt hat, habe ich den auf der Rutschbahn. Auf der Rutschbahn habe ich den festgehalten und dann habe ich den schön, die ganze Brennnessel in die Fresse Hier, Candyland 06. Reingewischt. Candyland 06, Candyland 06. Ja, wir haben richtig schön verletzt. Wir haben richtig verletzt. Ey. Also, wir könnten wirklich ein komplettes Format machen mit Kinderstories. Wir hatten eine Kindheit, die hat nicht jeder. Wir waren frech, wir waren gleich aber auch total lieb. Ja, wir waren asozial, wir waren alles, ey. Naja, asozial waren wir nie. Ja, bei manchen Sachen schon so. Also, ich muss sagen, wir waren schon frech, aber uns konnte auch niemand irgendwie böse sein. Wir waren zu süß einfach, dafür. Ja, alle fanden uns immer so mega niedlich. Ich weiß gar nicht, was uns so niedlich ist. Also dieses Niedlichsein, das ging... Das ist auch heute noch. Aber das ging wirklich bis zur 10. Klasse. Die Lehrer haben uns einfach immer geliebt. Immer. Ja. Wie gesagt, ich habe in der Schule mal einen Spruch gebracht. Den hast du schon mal, glaube ich, erzählt. Weiß ich nicht, egal. Den habe ich gebracht, der hieß, sie hat mich halt gefragt, warum ich so halt so eine Sauklaue habe. Und da habe ich halt so gesagt, ja, es ist Montag, da habe ich das Wochenende nicht geschrieben halt und dann kann ich halt nicht, da habe ich immer eine schlechte Schrift montags. Ja, das fand ich halt nicht so witzig und dann hat die halt meine Mutter zum Elternsprechtag geholt. Das war in der 6. Klasse, glaube ich, ne? Oder 5. Klasse sogar. Ja, 7. Nein, da war halt Füßchen ja noch da, ey. Ja und? Oh Gott, die waren in der 7. auch noch da. Wie ist in der 7. gegangen? Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall war die halt, das war so eine ältere Dame halt, ne, so über 60 war die. Die hat halt so, dass die in Rente gehen kann. Ja, was denn, die kann auch früher in Rente gehen, wenn die will. Auf jeden Fall ist die halt sauer geworden dadurch und dann hat die gesagt, meine Mutter muss kommen, obwohl meine Mutter gar nicht kommen musste eigentlich, weil meine Noten waren sehr gut. Hab auch keinen Stress in der Schule gehabt oder sonst was. Ja, und dann kommt meine Mutter dahin, weil diese Mathelehrerin und Deutschlehrerin von uns so, boah, nein, die unbedingt sprechen wollte, weil ich halt so, das war irgendwie so die Zeit, wo ich in die Pubertät kam, da war ich richtig frech, ey. Boah, Pubertät war auch, guck mal, stundenlang reden, wie unsere Pubertät war, alter Schwede, ey. Grausam. Auf jeden Fall, boah, da war ich war richtig frech in der Zeit. Das war halt so, da war halt irgendwie jeder so frech und dann wollte ich halt irgendwie so gucken, wie weit ich da gehen kann, keine Ahnung. Heute denke ich mir einfach nur, mein Gott, warum habe ich das gemacht? Und dann, ich einfach hintereinander bin. Ja, wie gesagt, meine Mutter kommt hin. Erstmal so ein bisschen mit meiner Lehrerin gequatscht. Wie das immer war. Also immer, wenn wir Elternsprechtag hatten, war irgendwie nur so... Gespräch mit unseren Eltern. War nur ein bisschen Quatschen halt. Es ging halt nie um uns selber. Er gelästert nur. Über die anderen, wie die Eltern sich nicht um die Kinder kümmern. Sowas haben wir immer geredet. Ja, keine Ahnung. Ich war ja nicht immer dabei. Ne? Also auf jeden Fall. Und dann hat meine Mutter so gesagt, ja, und Frau, ich sage jetzt einfach Füßgen, ist ja scheißegal. Die ist ja eh keine Lehrerin mehr. Warum muss ich jetzt kommen? Und dann sagt die so, ach ja, ja, eigentlich hätten sie gar nicht kommen müssen. Die Michelle ist eine ganz Liebe. Die müssten nur ein bisschen darauf achten, dass die nicht so patzige Antworten gibt. Und ich denke mir so, aha. Jo, wahrscheinlich bin ich einfach jetzt vom Spielplatz gekommen gerade, weil ich hier mitkommen wollte, weil ich hören wollte, was sie zu erzählen hat. Ich bin auch mitgegangen, weil ich das auch wissen. Und da kommt ja, einfach so, das war einfach nur, sagt die so, ja, die ist eine ganz... in der Schule dafür noch, ey. Weil wir ja 2 Stunden noch geredet. Eigentlich hat man immer so 10 Minuten Termin. Ja, aber das, keine Ahnung, die war halt, meinte so, die hat richtig böse mit mir so geredet, als sie mit meiner Mutter sprechen wollte. Die hat mich sogar fast nach Hause geschickt, weil ich gesagt habe, ich habe montags immer so eine schlechte Schrift. Und vor allem jeder in der Klasse hat einfach gelacht darüber. Ja, und die hat das so ernst genommen.
Ich hab generell so eine. Ich habe auch gedacht, als ob die das. Ich habe keine, ich hab keine, keine cool. schöne Handschrift und deswegen das. Aber das ist aber wirklich so, dass ich montags. Oh Scheiße, montags immer eine Kackschrift hatte. Das ist heute bei mir auch noch so. Ja, ich habe lange nicht mehr. Ich habe halt keine schöne Schrift. Ich habe auch keine schöne Schrift. Nein, ich bin runter. Aber die war auch so eine sehr, sehr strenge Lehrerin. Also die war jetzt nicht so streng. Ja, die war halt eine ältere. Das ist halt andere. Nein, die war jetzt aber auch nicht. Ah, die war ein bisschen ausländerfeindlich, glaube ich. Ja, das war die auf jeden Fall. Aber, ne, aber die war sonst total lieb. Ich mochte die eigentlich. Die, ja, alle haben wir die, waren die Einzige, die mochten. Ja, alle haben die wir gehasst. Wir waren die Einzige, als die von der Schule gingen, haben die noch schnell aufgegriffen und ein Foto gemacht. Oh, ja, wir sind extra. Noch, ne? Wir haben gesagt, wir müssen auf Toilette gehen. Nur damit wir die noch verabschieden Pause. Können. Wir hatten Pause. Und ich weiß noch, die hat an den ich weiß gar nicht, wie lange wir aufnehmen. Das könnte so eine richtig lange Runde werden. Egal. Wir haben auf jeden Fall, was, ja, die hat gesagt, weil die unsere Klasse war in der siebten Klasse. Boah, ja, wir waren wirklich so eine Assi-Klasse. Also jetzt, ich war jetzt zum Beispiel, wir gehörten jetzt nicht dazu, aber es waren halt welche. Ja, aber ist halt trotzdem dazu. Die waren halt sehr, 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 fresh. Ja, die respektlos und so. Und dann hat sie so gesagt, ich werde euch, ich werde eure Klasse nie wieder besuchen. Das hat die wirklich eingehalten. Ich weiß nur einmal, da hatten wir Hofdienst. Ja, dann waren die da. Also die nicht so dabei und noch eine Freundin. Und dann haben wir die gesehen, wie die ins Sekretariat. Sekretariat. Genau. Und die wollte nach Hause fahren. Und dann haben wir die so noch so am Schultor gesehen. Dann haben wir so gerufen, ja, Frau Füsken. Und dann ist sie so stehen geblieben und wollte ganz schnell abhauen. Aber dann hat die halt nur gesehen, dass wir das sind. Und da wir halt immer die Lieben waren, ist sie dann noch gekommen. Dann haben wir die noch begrüßt. Und die ist wirklich nie wieder zu dieser Schule, also zu uns in die Klasse gegangen. Die ist nur zum Sekretariat gelaufen. Ja. Die war voll oft, wenn man so, wir hatten, was war das? Kochen. Eine WP. Oder, keine Ahnung, ob das jetzt richtig Fach war. Da haben wir die voll oft, wenn wir das Essen, wir hatten sowieso richtig komisch, wir haben gekocht und mussten das Essen abgeben. Ja, vor allem haben wir immer 5 Euro gezahlt und haben durften das nicht behalten. Ja. Und das, die haben das Essen immer ins, ja, da haben die auch, voll oft waren die dann auch da. Ins Lehrerzimmer gebracht, ey. Ja, richtig komisch, ey. Unsere Lehrerin da. Alle durften das mit nach Hause nehmen und wir mussten das alles abgeben, damit die Lehrer das noch haben. Das fanden wir auch richtig komisch, weil wir haben halt bezahlt. Wir haben nicht nur bezahlt, nur fürs Essen machen, ey. Das Essen war eh nicht toll. Wir haben immer Stash gemacht, richtig ekelhaft. Ey. Ja, meistens irgendwie Pizza oder irgendwo. Oder dieses eine Essen mit den Hühnchen, das war eigentlich ganz geil. Nee. Doch. Erst mochte ich das überhaupt nicht. Dann hat die mich auch noch gezwungen, das zu essen. Da hab ich so gesagt, nee. Und dann war die auch so richtig. Ich war halt in der Schule immer so eine total ruhige. Aber da in dem Moment, da hab ich die richtig geärgert. Aber da können wir in der nächsten Folge mal vielleicht drüber reden. Nein! Stepp einfach beim letzten Teil. Ja, ach, ich bin zu weit gesprungen. Denn ich weiß gar nicht, wie lange diese Runde jetzt hier geht. Ich glaube, die ist locker schon 20 Minuten. Nein. Ich kann da eben schnell nachgucken. 18 Minuten läuft die gerade, meine Aufnahme. Ja, das ist schon. Wir haben schon sehr viel erlebt. Wir waren einmal sehr, sehr ruhige Leute. Aber wenn es euch gefallen hat, wir müssen über eine positive Bewertung. Ach, wir sind doch. Nee, der ist noch da. Das ist nur beim ersten Teil. Naja, wir sehen es dann im nächsten Video. Heute Abend kommt noch TwinCraft, der vierte Teil. Wir können sogar eigentlich noch aufnehmen. Denn wir haben nur 4 vorproduziert. Ja. Vor dieser Runde hier kam noch Skywars, die ist sehr cool geworden. Dann sehen wir uns wieder irgendwann. Tschüss. Tschüss.